Herzlich willkommen zu noch einer Runde Call of Duty Ghosts im Multiplayer und mit dabei ist der gute Dalukat. Hallöchen. Ja, wie immer. Hallo. Hi. Hallo. Was isst du denn gerade? Brechel. Finde ich gut. Schmecki. Hast du Butter drauf? Nein, Salzbrezel. Weil ich keine Salzstangen gefunden habe. Was ich jetzt gerade gekauft habe, ist Oberster. Kennst du Oberster? Nee, muss so ein Aussie-Ding sein. Nee, das ist so ein bayerisches Ding. Voll lecker, das ist so ein Käsemischmasch. Ich glaube, das ist so einfach aus verschiedenen Käsen, einfach ganz viele Käses zusammengeschmissen. So die ja, Reste lecker, zum Schmieren, voll lecker. Also die Bayern werden mich jetzt hassen, weil das irgendwie bestimmt irgendwas ganz Tolles ist. Ja, das ist nicht aus Käse, das ist feinster Fußkäse. Fußsohlen. Käsemischmasch. Von den Dorfältesten. Ah! Wo ist denn der hier eben war? Ich verstehe das nicht. Nein, ich habe eine Burst-Waffe. Wieso habe ich die denn gekauft, ey? Wer findet sowas? Ne, was hast du? Eine Burst-Waffe, aber ich habe schon 3 Leute gekillt. Was verstehst du denn unter Burst? Also, es schießt nur 3-mal. Ach so, ugh. Oh Gott. Ich hasse diese Waffen. Ey, block mich nicht, du Arsch! Der blockt mich hart. Danke. Auf jeden toten Brezel. Oh. Okay. Also jetzt mal die wichtigen Themen des Tages. Gibt's da welche? Nö. Also außer, ach so, das wollte ich ja noch sagen. Ich habe jetzt Dalu-Schmarzen sein Zeug nachgekauft. Und zwar habe ich mir quasi einen dritten Aufsatz geholt. Damage. Immer Damage. Immer Damage. Also wir haben, was haben wir jetzt? Wir haben 3 Sachen. Wir haben einmal durch die Wände schießt Damage. Frontgriff. Dann haben wir den Frontgriff für Reduzierung von und so weiter. Und Damage. Und dann haben wir noch, wie heißt das andere Ding nochmal? Was mit Damage. Dem Ding da? Dieses Weit-Damage-Ding. Ach nee, warte mal. Hab ich hier. Ich glaube, ich habe auf der. Kann das sein, dass ich. Auf der M-Tower habe ich noch einen Schalldämpfer? Oh nein! Ich wundere mich die ganze Zeit. Was ist das denn für eine Kinderwaffe? Die kannst du ja in Amerika verkaufen. Ich werde das hier mal. Ausrüstung wechseln. Mal zur Vektor nochmal. Falls wir sterben sollten. Oh. Wo ist er? Ich hab dich doch nicht gesehen. Campers! Ach, Hund. Wix. Ein Hund auf 4? Warum hatte ich einen Hund auf 4? Hä? Hast du den eingesammelt aus der Kiste? Ja, aber ich habe doch gar keine Kiste gehabt. Ja, aber vielleicht hat jemand anderes eine Kiste. Ja, die habe ich ja auch nicht gehabt. Dann hat er die da hingelegt. Los, Hund, und schon mal aufgemacht ihn. Und dann kam der einfach rausgelaufen. Und hat er sich den ersten ausgesucht, den er gesehen hat. Oder vielleicht hat man von Anfang an einen Hund, wenn man mit dieser Kackwaffe spielt. Stimmt, als Ausgleich. So. Die Vektor scheint in Ordnung zu sein. Ich habe auch da mir diese 3 Aufsätze geholt. Auch diesmal auch nicht fehlerhafterweise den Schalldämpfer. Wo ist denn der? Ach, da. Und man kann tatsächlich besser schießen mit ohne verreißen. Das ist. Ah, das ist ein Kumpel von mir. Das war Dalu sogar. Aber baller halt die ganze Zeit drauf. Was? Du hast ja nicht nur kurz geschossen, nein, du hast dich sogar noch mitgedreht. Ja, weil ich den Namen nicht gesehen habe und ich bin immer total verwirrt, weil man wechselt ja auch immer. Wir wechseln jetzt hier auch gerade von Lobby zu Lobby. Nein. So, DJ einer Nahkampf. Pluter hier, was los mit dir? Er ist untreffbar. So kann man es auch sagen, ne? Wäre es nicht praktisch, einen Anzug zu tragen, der antimagnetisch ist, also abweisend ist? Ja, klar, würde total was bringen, weil so eine Patrone, die fliegt auch gar nicht schnell. Ja, aber wenn dich einer mit dem Messer angreifen will, hat der es doch schwerer. So ein Quatsch, Digga. Doch, weißt du, wie stark diese Magneten sein müssen? Ja, und weißt du, wie stark du sein musst, um es zu tragen? Das geht doch. So einen riesigen Magneten. Nee, einen riesigen Magneten hast du vor dir. Das würde ich gerne mal sehen. Kann einer mal bitte ein Bild malen dazu? Guck mal, es gibt doch Rucksäcke, die hier kugelsicher sind. Gibt es ja wirklich. In Amerika werden die ja verkauft. An Rucksäcke. So. Ja, so Tornister. Schultornister. Damit das Heft nicht kaputt geht oder was? Ja, nein, damit du einfach die Chance hast, nicht in den Rücken geschossen zu werden. Also, damit du wenigstens ein bisschen höhere Chance hast zu überleben. Das ist wirklich so. Die werden in Amerika verkauft. Schusssichere Rucksäcke für Kinder. Ist kein Scherz. So, und wenn ich mir jetzt auch so einen holen würde. Ey, was ist das? Campers Care, ihr Gott. Die Care-Ringing bringt das nichts. Hat sich erledigt, brauche ich gar nicht zu erfinden. Erhöht einfach nur die Chance, dann irgendwann in so eine Bombe zu laufen. Oh shit. Weißt du, was ich gerade genommen habe? Drogen? Aus der Kiste.
Eine Minigun. Und damit kann ich doch gar nichts. Oh. Wie weit ist die Spanne zu den anderen Waffen? Kann man noch zählen? Zielen meine ich. Zählen geht nicht mehr. Glaubst du das mit diesen kugelsicheren Rucksäcken nicht? Doch, ich glaub dir das, aber ich finde das so ein bisschen albern, weil warum nur jetzt den Rücken da, wo der Rucksack ist, schützen? Dann kann man doch gleich eine Weste anziehen. Ja, aber du schickst dein Kind ja nicht jeden Tag mit einer Weste zur Schule. Ja, aber warum denn mit so einem Rucksack? Damit es wenigstens eine geringe Chance hat zu überleben. Ja, aber warum denn überhaupt? Guck mal, Entschuldigung, wenn sie jetzt auf mich schießen, könnten sie bitte nur auf meinen Rücken schießen, aber auch ja, nur in dem Bereich. Du rennst doch weg. Du rennst doch vor jemandem weg, der eine Waffe hat. Du rennst ja nicht auf ihn zu. So ein Humbug. So ein bescheuerter Humbug. So, warte mal. Sie können sich bitte ein Kind melden, was deswegen überlebt hat. Ja, das hätte ich auch gerne jetzt. Oh, das wäre cool. Wenn sich da jetzt bitte jemand melden könnte. Campers Care. Ah, ich habe ihn erwischt. Oh, der hat mich erwischt. Ich hoffe, die erfinden auch bald so Westen, die mit ihrem Anti-EMP ausgestattet sind. Dass du einfach drücken kannst. Wenn sowas piept, drücke ich schnell EMP. Ach, sind die, wie heißt das? EMS ist elektrisch. Echt? Alter! Wie ich ihn durch die Wand gezischt habe. Da hat er nicht mit gerechnet. Oh, schon wieder ein neuer Kugel. Klar, ich weiß übrigens auch, warum du dieses Perk brauchst zum schneller Nachladen. Du schießt ja auch um jede Ecke, ob jetzt Feind oder nicht. Ich will nur abballern. Hauptsache, es bewegt sich. Hauptsache, es bewegt sich. Ey, dieser TCP-Putter, oder wie er heißt, Plutter. Der hat an. Satcom! Satcom! Wo tun wir sie hin? Hier. Hier beim Sheriff ist hier dann jemand. Ich bin aufgestiegen! Schon wieder? Unglaublich. Es läuft. Ich brauche mindestens noch 2 Kills. Mehr als Tode. Dann kann ich nur. Da ist ein. Hinter dir! Boah! Knappe Kiste. Ich komm mit! Hier, ja, willst du Bier? Ein Orakel. Ich war gerade am Fischmeister da unten, der auch Bier verkauft. Du hast ein Orakel? Irgendeiner hat Oracle gesagt, aber es ist anscheinend schon wieder offline. Crazy. So, ich finde ja die Vector ganz gut, ne, übrigens. Ja. Aber irgendwie finde ich die M-Tau immer noch besser. Ist ja auch meine beste Freundin. Nur leider muss ich da mal demnächst irgendwann mal den. Oh, ich räch dich! Jawohl. Ach. Jawohl. Vorbei. Und noch einer. Jawohl, ich hab einen Hund. Unglaublich. Meine Muni ist alle. Und das ist nämlich das Problem, jetzt wo ich mir diese andere Perk-Geschichte weggehauen habe, wo man immer gleich volle Munition hat, habe ich jetzt den Salat, ne? Wo ist der? Da. Geil. Gib eine Waffe vom Gegner auf. Hab ich. Habe ich deine aufgehoben? Die hat auf jeden Fall diesen komischen Dreiecks. Ich muss mich kurz konzentrieren. Scheiße. So, was macht der Hund? Gar nichts. Wo ist Fischi? Da. Hallo, Fischi. Ja, hallo. Ja, komm mal mit. Wir müssen da jetzt einen aufessen gemeinsam. Watchdog bereit. Wer ist bereit? Ein Wachhund. Ah, shit. Komm, Fischi, hol ihn dir. Was? Wieso macht Fischi denn nichts hier? Doch, er holt ihn. Doch, jetzt. Okay, sehr gut. Oh, da ist einer um die Ecke. Vorsicht! Das ist doch nicht wahr. Die haben doch hier diese antimagnetischen Westen. Oh, yeah. Okay, nächster. Alter. Wieso denn nicht? Nicht mal den finalen Kill, ey. Was wieso eine denn lustige nicht? Runde. Mann, ey. So, wie steht's? Zweiter. Oh, ganz knapp hinter Dalukarzen. Big Horn hat's gemacht, ey. Bam, das ist eine Elsat. Oh, eine Elsat. Oh. Auf die Entfernung? Finde ich krass. Frostova, Nico. Ja, kann man machen. Lief ganz gut, die Runde. Ganz okay. Lief okay. Also. Basic. Oh, schon wieder Würstchen oder was? Würstchen? Würstchen ist gut. Mach Johnnys Würstchen mit Senf, aber. Das ist eine richtige Map. Die Würstchen-Map? Ja, das ist die beste. Die beste, nee. Also die beste ist Souverain. Dann kommt Dingster Hawk. Und dann kommt die Würstchen. Ja, keine Ahnung. Naja, schon.
Du hast dich bloß vertan. Ist ja okay. Viele Leute vertun sich. Und da gibt es ja andere Leute wiederum, die die kümmern sich dann. Was ist das denn? Ist das dreifach Prestige, der 56er A-Team-Typ? Ja, das weiß man nicht. Es gibt so oft Prestige. Ich kenne mich da nicht aus. Ich war ja noch nie Prestige, ne? Oh Wunder. Ich muss mich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Oder ein bisschen häufiger spielen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Prestige ist nur eine Zeitsache. Richtig. Und wo bleibt eigentlich mal so ein Doppel-XP nochmal Wochenende? Du meinst wie jedes zweite Wochenende? Schön mir gar nicht. Wiener Würstchen, Bude. Das war lecker. Bei Ronnie McRonald. So, diesmal mal hier. Sagst du? Ja. Dann legen wir mal los, Ghost-Truppe. Diesmal läuft's richtig gut, habe ich mir überlegt. Oh Gott. Slide. Anfangs Leggings. Quatsch. Leggings. Ah, fast. Alter. Ich hab den doch eigentlich durch die Wand, habe ich den doch gezischt. Ich habe ihn souverän geholt. Oh, shit. Nur weil er schneller aufgehört hat zu laufen. So beschiss. So, kommen die jetzt von hinten, oder was? Ja, aber das andere hinten, na toll. Kannst du dich mal ein bisschen mehr konzentrieren, Digga? Ich bin noch nicht gestorben, du Fieder. Hey, ja genau. Das kann ja wohl nicht angehen. Wer geht denn eigentlich als so ein Ghost-Typ mit nicht genug Munition los? Das ist doch Quatsch. Ja, warum kämpfen wir hier überhaupt? Das hatten wir ja schon. Was will Ronny uns damit sagen? Ja, weil wegen der Wurst und so und das Bier war schlecht. Ja, aber guck mal, so sind doch jetzt zwei Fraktionen hier, die hier zusammen Würstchen speisen können. Ja, aber da gab's Streit, weil der eine meinte dann halt, dass es seine Soße ist und dann, dass er die erfunden hat. Und dann hat der andere gesagt, nee, das stimmt doch gar nicht, du Arschloch. Und jetzt tötet er mich von hinten. Ey, Mann! Ey, das ist nicht wahr. Langsam werde ich sauer hier, du. Ist doch nicht wahr. Yeah. Wo ist mein Hafti, ey? Yeah! Doppelabschuss! Und dreifach... Nee, Assist, nee, wer war Retter, das? Retter. Oh, hab ich dich gerettet. Du Penner, ey. Was down for the count. So ein Quatsch. Ich hätte vorbei, den Alter, das ist ja wohl nicht wahr. Der ist ja irgendwas kaputt. What the heck is this? Yeah. Okay, der war wichtig. Der war wichtig für meinen Geist und Körper, du. Action. So, warum? Wieso und warum zack, überhaupt? Zack, zack, yeah, hier wird abgeräumt. Feindliche Vorräte, nein, du musst klauen. Wo denn? Ach, da. Klauen. Oh, den habe ich so schön geaimt. Und dann sowas. Ja, dann hol doch mal den Scheiß. Ich kann so nicht arbeiten, wenn die Leute mich immer blocken, nö. Yeah. Okay. Weg ist Nate. Ach, und da ist IMS. Oh, shit. Ach, das war ein IMS. Okay, jetzt muss ich die Leute mal holen hier. Oh, da ist ein Turm draußen. Oh, shit. Eine Sentry Gun? Yes. Totally gefährlich, Alter. Richtig Deedly. Was soll eigentlich dieses Deedly immer? Deadly. Okay. Deedly Assassin. Ah, guck mal, unser A-Team-Typ, der campt hier. Das geht mir auf den Sack. Deswegen ist er auch so 3 Millionen Prestige. Sie gehen in Winnies Würstchenbude in Deckung. Ich will gar nicht rausgehen, weil da draußen so viel Shit ist. Alter, das ging schnell. Wieso stirbt er nicht? Nein, ich hätte doch nur einen Headshot gebraucht. Und dann schleichen sie sich rein in die Bude. Was eine geile Granate. Was? Richtig geil überbrannt. Und was hier los? Abschuss des Führenden. Oh, hier ist eine Weihnachtssache. Oh, Alter, da waren vier Leute. Nee, noch drei.
Okay, er sitzt schon wieder nur. Krass, ey. Ich hab noch einen mitgenommen. Wow, wow. Er wirft mir Campers Kern in die Fresse. Das haftet auch im Gesicht, ne? Ne, du stirbst direkt. Direkt? Ja, es explodiert direkt bei Kontakt. Okay. Crazy. Und? Ja, yeah. Nase habe ich noch mitgenommen. Ich hab auch noch einen mitgenommen. Ah, shit. Und jetzt hätte ich messern müssen. Ich weiß das doch. Schreit mich doch nicht immer an deswegen. Ich üb das noch, das Spiel. Es wird aber nichts mehr. Oh, scheiße. Oh, Mann, ey. Oh, oh, oh. Pumpaktionen. Ja, ja, ja. Tralala. Schalalalala. Küss sie doch. Oh, jetzt schon wieder Messer müssen. Oh, nein. Ich spiele gleich eine echt gediegene Runde Hearthstone. So geht das ja nicht weiter hier. Ah, schon wieder so ein blödes Mittelfeld. Ah, wie immer, wie immer. Lass mich in Ruhe. Dr. Suchto. Boah. Krasser Dreierabschuss. Der Typ ist crazy. Da wurde abgepfiffen. Na gut, na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.